Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu The Binding of Isaac D-Birth. Ja, D-Birth. Das ist ein kleines Isaac-Spiel für den Gameboy, kann man so sagen. Also für den ganz alten Gameboy, nicht mal Gameboy Color, sondern den ganz alten Gameboy, der nur, weiß ich nicht, 16-Bit konnte. Und ja, hat der gute Tree of the Dead gemacht. Habe ich bei GameJolt gefunden, das Spiel, beziehungsweise ich habe es bei jemand anderem gesehen, der das Spiel gespielt hatte, fand es witzig und dachte mir, ja, spiele ich auch. So, das Spiel ist allerdings noch in der Alpha, kann man kostenlos runterladen auf GameJolt. Ein Link dazu ist auch in der Beschreibung. Und ich glaube, man kann nur die allererste Ebene spielen, aber ob ich die überhaupt schaffe, ist die andere Frage, denn dieses Spiel ist sehr, sehr anders als das normale Isaac. Also ihr seht schon, es sieht alles so ein bisschen anders aus, aber an sich sieht es doch gleich aus. Also es ist minimal, aber trotzdem das Gleiche irgendwie. Das Blöde ist die Steuerung. Ich spiele trotzdem mit dem Gamepad. Und man kann nicht wie beim normalen Isaac das Steuerkreuz benutzen oder das Steuerpad, sage ich mal, das so in alle Richtungen geht, sondern man muss diese vier Steuereinheiten benutzen, wie halt auch beim Gameboy. Und zum Schießen muss man B benutzen. Also wer den alten Gameboy kennt, da gab es dann nur diese A- und B-Taste. Deswegen mit der B-Taste schießt man, die muss man dann auch immer drücken, damit man schießt. Und man schießt halt auch wirklich nur in die Richtung, wo man guckt. Nicht wie bei Isaac, wo man weglaufen kann und dann beim Weglaufen irgendwie schießen kann. Oh, jetzt bin ich schon in den nächsten Raum gegangen. Oh Gott. Bomben legt man halt mit A. Das ist alles so ein bisschen komisch und man wird halt sofort in den neuen Raum so rein teleportet, deswegen kommt es nicht selten vor, dass man gegen Gegner einfach gegenläuft, wenn man einen neuen Raum betritt. Aber wir werden mal gucken. Das Gute ist, die Gegner sind alle recht langsam. Oh. Und das Spiel ist noch ganz schön buggy. Naja, egal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe das eben schon einmal angetestet und da bin ich sofort im ersten Raum gestorben. Das ging gar nicht. Aber guck mal, es gibt hier schon die ganzen neuen Gegner immerhin. Der sieht ja witzig aus, aber die machen gar keine Geräusche. Mach ich die halt? Ja! Oh Gott, dann weiß man ja gar nicht, wann er das macht und wann nicht. Ah! Muss man abschätzen, wann er das macht. Teilt er sich denn trotzdem? Oh Gott, teilt er sich trotzdem auf? Ja. Okay, also die Spielmechaniken bleiben irgendwie trotzdem dieselben. Ich find's witzig, wenn man gegen irgendwas gegenläuft. Nein, 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 ich will da nicht gegenlaufen. Aua, aua, aua. Oh Gott, genau das meine ich. Oh nein, Bombe, nein. Ich spreng mich hier selber in die Luft. Gibt's irgendwo blaue Steine, damit ich Leben bekomme oder irgendwie Leben? Und meine Hitbox ist anscheinend auch ziemlich, ziemlich komisch. Also man wird sehr schnell getroffen. Das Gute ist eigentlich nur, dass man halt schneller wird. Ah, da ein Leben. Gib her, dankeschön. Wenn es hier sogar blaue Steine geben würde, dann wäre ich ganz schön... Oh, Speed-Up. Ah, es gibt sogar Pillen. Wusste ich gar nicht. Bisher bin ich immer gestorben, bevor ich eine Pille bekommen hatte. Naja, diese Folge wird aber nicht lange dauern, weil es halt nur eine Ebene ist. Oh, sei denn, ich sterbe ein paar Mal, da kann die... Nein! Dann kann die Folge vielleicht doch ein bisschen länger dauern. Oh Gott, okay, die sind tricky. Die sind echt tricky. Was gibt's sonst so zu erzählen? Ich bin gleich noch im Star Wars Film. Der Film beginnt irgendwie um 23.05 Uhr. Und dann geht er irgendwie bis 2 Uhr mit Werbung davor. Das kann was werden. Naja. Und habt ihr schon den Star Wars Film geguckt? Wenn ja, wie fand ihr ihn? Ohne zu spoilern. Oder seid ihr eher nicht so der Star Wars Fan und deswegen guckt ihr die noch gar nicht? Aber selbst wenn man kein Star Wars Fan ist, dann guckt man den ja wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht. Tja. Auf jeden Fall ist diese Ebene groß. Und nein, diese Fliegen, die haben uns doch eben schon umgebracht, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie mich im letzten Mal umgebracht. Ah, nee, mich hat doch gar keines hier umgebracht. Ja, ja, ich bin hier voll der Profi. Das, was ihr seht, ich bin gut. Guck mal, was ist das denn? Eine Münze. Brauchen wir zwar nicht, da es sowieso keinen Shop gibt. Ah! Aber nice to have. Haben wir wenigstens schon zwei. Oh, das ist gar nicht mehr so einfach. Wenn man immer da hingucken muss, wo man hinschießen muss. Und ich glaube aber, das Spiel wird trotzdem noch weiterentwickelt, also... Dann entsteht ja vielleicht mal ein richtig tolles Spiel. Ja, wir sind schon mal Boss. Wir setzen mal... Okay, die Bomben zuletzt setzen ist ja mal sowas von doof. So, hier, nimm. Shit. Dann nimm... Nein! Okay, ich habe meine ganzen Bomben blöd eingesetzt. Ich hab den Gegner gar nicht getroffen. Aber es ist Larry Jr. Also Larry Jr. Kann dann ja eigentlich nichts anhaben. Schade eigentlich, dass er keine Scheiße produziert. Das wäre nochmal witzig gewesen. Da hat er sich festgesetzt. Oh Gott, wir haben das Spiel verbuggt. Okay, der hat ganz schön viele Leben. Hätten wir mal ein paar mehr Damage-Ups gefunden. Blub, 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 blub.
blub, 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 blub. Und extra für das Spiel hat er natürlich dann auch so die Musik an Gameboy-Spiele angepasst. Finde ich alles cool. Alles so im Gameboy-Stil. Hattet ihr früher einen Gameboy? Ich hatte einen Gameboy, ich hatte einen Gameboy Color, aber nur den ganz alten Gameboy hatte ich nicht, da bin ich zu jung für. Ja. Obwohl ich ja jetzt nächste Woche Geburtstag habe, ja gar kein Teenager mehr bin ich trotzdem zu jung dafür. Mein erster Gameboy war so ein lilaner Gameboy Color und dazu hatte ich Biene Maya, glaube ich. Biene Maya war, glaube ich, mein erstes Spiel. Und dann Pokémon, die gelbe Edition. Die hatte ich auch noch. Ach ja, das war Zeiten. So, Larry, stirb. Und da haben wir Larry besiegt. Nein, noch nicht. Warum nicht jetzt? Ja, erste Ebene geschafft. The winner is you. Ja. Ja, und das war's doch schon. Wir können das jetzt... Wir können uns erstmal nochmal die Musik anhören. Sehr schön, die wiederholt sich immer wieder. Jo. Schön, oder? Andreas Janik blablubliblub. Das war The Binding of Isaac Rebirth. Schönes Spiel, oder? Ich find's schön. So, jetzt habt ihr eine kleine Folge. Seid hoffentlich jetzt zufrieden. Und wenn ihr selber spielen wollt, Link dazu, wie gesagt, in der Beschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal zu einer normalen Runde Afterbirth. Hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Däumchen da oder ein Kommentar oder wünscht euch rüber. Könnt ihr auch gerne schreiben, was ich sonst noch so spielen soll. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.